Hallo und herzlich willkommen heute hier wieder bei auf unserem Kanal Bildung und Medien. Wir sind heute hier mit der Initiative IT Fitness und wollen euch so ein bisschen einen Ausblick geben, was sich eigentlich so in der Berufswelt ändert, welche Rolle Technologie spielt, Digitalisierung und ganz neu künstliche Intelligenz. Im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, in dem wir uns ja heute hier befinden, werden bestimmte Kompetenzen immer wichtiger. Und man könnte meinen, dass das alles IT-Skills sind, also sowas wie programmieren zu können und solche Geschichten. Aber es sind auch noch andere sogenannte Schlüsselkompetenzen, die immer wichtiger werden. Und eine Kompetenz, um die wir uns heute ein bisschen genauer kümmern wollen, die würde man vielleicht gar nicht unbedingt erwarten, wenn man sagt, man möchte in der Digitalisierung gut im Job arbeiten können. Und das ist die Kompetenz Kreativität. Das ist ja was, was man eigentlich eher so den Künsten zuschreibt. Also man kann gut malen oder gut zeichnen. Es gibt Musik, wo man sich künstlerisch betätigen kann und so weiter. Und warum das aber eine ganz große Rolle auch im Berufsleben spielt, das wollen wir heute mit euch gemeinsam anschauen. Das mache ich aber nicht alleine, wie immer, sondern ich habe mir einen Kollegen mit dazu geholt, der jetzt gleich erscheinen wird. Den holen wir mal mit dazu. Das ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Jutta, ich Hallo. Grüße dich. Thomas, wo bist du denn? Ich habe mich in die Orion gebeamt. Ich glaube, beamen ist im Zeitalter von Corona genau das Richtige. Ich verstehe. Thomas, du bist ja ganz viel mit Unternehmen zusammen und bist in der Arbeitswelt viel beschäftigt und kümmerst dich um ganz viele Innovationen. Kannst du uns und unserem Publikum sagen, warum denn Kreativität eine Kompetenz ist, die immer, immer wichtiger wird? Also ganz offen, du hast schon ein Wort gesagt, Innovation ohne Kreativität, wie soll das gehen? Wir haben die Zeit, die wir jetzt erleben, alle nicht vorausgesagt. Hätte man uns vor 2-3 Monaten gefragt, was wir dann machen, hätten wir wahrscheinlich erstmal sehr stockend reagiert und hätten gesagt, was soll die Diskussion? Ja. Und nun haben wir de facto ja, du sitzt ja in einem Studio, wo wir live senden können, wir machen jeden Tag Fernsehen. Das erfordert enorm viel Kreativität. Wenn man mal, das machen wir vielleicht mal bei einer Sendung, mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, was wir da alles gemacht haben. Ohne die Kreativität unserer Kolleginnen und Kollegen hätte das nicht funktioniert. Aber auch sonst in der Arbeitswelt ist Kreativität total wichtig. Nicht nur beim Einstellen des Hintergrunds oder mal einem lustigen Experiment im Stehen eine Videokonferenz zu machen. Habe ich auch noch nie gemacht. Ist eigentlich ganz lustig. Sondern wir müssen natürlich jetzt auch überlegen, zum Beispiel, wie organisieren wir Arbeitszeiten? Welche Stärken brauchen wir? Die Kompetenzen ist ja so ein schwieriges Wort. Wir können ja mal mit den Stärken ausgehen. Welche Stärken haben wir denn? Wer kann denn zum Beispiel sehr gut abschalten, obwohl hintenrum noch 3 Kinder rumlaufen und vielleicht gerade der Mann oder die Frau das Essen kocht? Das sind alles auch kreative Aspekte. Und natürlich brauchen wir im Moment sehr viele Bilder, sehr viel Material. Und wie sollen wir dieses Material denn herstellen, wenn wir nicht uns in den kreativen Prozess hineinbegeben, tatsächlich ganz oft nur über Videokonferenzen verbunden, manchmal auch face-to-face, da geht es viel schneller. Mhm. Aber diese Prozesse, die da eine Rolle spielen, haben ganz viel mit Kreativität zu tun. Und am Ende des Tages ist Kreativität aber auch im Unternehmerischen natürlich extrem wichtig. Wenn man vielleicht bis vor kurzem Messemöbel gebaut hat und auf große Veranstaltungen gegangen ist, aber eine hohe sozusagen Kompetenz hat beim Bauen von Möbeln, der jetzt vielleicht sagt, okay, ich kann mich darum kümmern, spezielle Plexiglasscheiben zu bauen, um dann eine Sicherheit im Handel oder auch in der Schule zu organisieren. Oder jemand, der bisher mit Werbeartikeln gearbeitet hat und gute Connections nach China hat. Was wird er jetzt wohl tun? Der wird natürlich versuchen, unsere Mediziner mit Masken und ähnlichen Schutzausrüstungen zu versorgen. Also da ist extrem viel Kreativität gefragt. Es ist also nicht nur eine Frage der Kunst oder vielleicht auch der schönen Bilder, sondern es ist tatsächlich auch eine Fragestellung, die viel weitergeht und die auch Unternehmen ganz konkret betrifft. Und vielleicht ganz zum Schluss noch eine Gruppe, die wir bisher nicht genannt haben. Auch die Politik muss im Moment sehr viel Kreativität zeigen. Und wenn man die Diskussion über die Lufthansa verfolgt, also über die Fluglinie, die nun auch Staatshilfen bekommen wird, dann wird man feststellen, da geht es von Staatskapitalismus auf der einen Seite bis hin zu einer guten, strukturierten Hilfe. Also es wird alles diskutiert. Und da müssen auch Politiker sehr, sehr kreativ sein, viel Fingerspitzengefühl haben und auf der anderen Seite aber auch Entscheidungen treffen.
die dann dazu führen, dass ein Bild entsteht, nämlich das Bild, was wir jetzt haben. Langsame Öffnung, aber sehr strenge Abstandsregeln. Genau, das heißt, wir haben auf jeden Fall, Kreativität hat nicht nur immer was mit Künsten zu tun, also mit kreativ sein im Malen oder im Singen oder so, was man so aus dem Schulkontext kennt, sondern hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass es Problemstellungen gibt, die man auf eine kreative Art und Weise lösen muss, was wir jetzt gerade, hast du schön ausgeführt, Thomas, in der aktuellen Zeit tagtäglich machen müssen. Auch ich gerade, du hast es wahrscheinlich gar nicht gesehen, ich musste mich kurz noch in Teams auf abwesend stellen, damit ich keine Nachrichten reinbekomme. Also die ganze Welt ist voller kleiner Herausforderungen und es bedarf ganz viel Kreativität, kreatives Denken, innovatives Denken, um darauf einzugehen. Wir wollen uns heute die Kreativität in zwei verschiedenen Richtungen anschauen. Die ganzen Technologien, mit denen wir zu tun haben, beinhalten nämlich schon ganz, ganz viel Kreativität. Gerade wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, steckt ganz viel Innovation da natürlich zum einen drin. Auf der anderen Seite kann eine KI, wie man das auch kurz gefasst nennt, auch kreative Produkte erzeugen. Und da wollen wir uns heute ein paar Dinge anschauen. Und das andere ist, dass auch bei den ganzen den IT-Skills, die man braucht, ganz viel Kreativität drinsteckt. Ich hatte das vorhin gesagt, das Thema Programmieren ist ein ganz wichtiges. Und warum Programmieren so kreativ ist, das ist ein zweiter Aspekt, den wir uns heute nochmal anschauen wollen. Mhm. Okay. Genau. Ich würde mal sagen, Thomas, wir starten und wir starten mit was ganz Besonderem. Wir gucken uns mal an, ob eine Kreativität wirklich, würde man so erwarten, etwas ist, was man nur dem Menschen zuordnen kann, oder ob auch eine KI kreativ sein kann. Und da kommen ganz unerwartete Ergebnisse raus. Und ich möchte mit dir, Thomas, mal einen kleinen Test machen. Oh je, da bin ich immer sehr, schon wieder ein Test, ja? Schon wieder ein Test, genau. Oh, und okay. Zwar... Genau, ich würde mal meinen Bildschirm teilen, Thomas, damit du das auch siehst, was ich tue. Sehr schön. Mhm. Genau, ich habe hier, guck mal, jetzt habe ich ein Problem, Thomas. Mein Bildschirm wird nicht ganz gezeigt, sodass ich diesen Test gar nicht komplett sehe. Meine kreative Lösung an der Stelle ist, dich zu fragen, wie mache ich das denn, dass ich mehr auf meinen Bildschirm sehe? Also ich würde als erstes mal auf die F11-Taste drücken. F11-Taste. Die ist da oben in der Reihe. Ja. Ob das klappt? Guck mal. Sehr gut. Dankeschön. Guck. Siehst du, man muss nämlich heutzutage gar nicht mehr alles selber wissen. Man muss nur wissen, wen man fragt, um bestimmte Probleme lösen zu können. Gehört auch zur Kreativität. So, jetzt Thomas, aber jetzt geht's mal los. Ich habe hier ein Gedicht. Das Gedicht heißt Sonnenblicke auf der Flur. Ich spiele das mal vor. Oha. Sonnenblicke auf der Flucht. Auf der Flucht. Gezimmert in einer Schauernacht. Schleier auf dem Mahle, säumliche Nahrung. Unsere Zuschauer hören es, wie es vorgelesen wird. Die Stille der Bettler umfängt mich. Sehr schön. Thomas, was meinst du? Ist das ein Gedicht, was ein Mensch geschrieben hat oder was eine KI geschrieben hat? Okay? Ich glaube nicht, dass es ein Mensch geschrieben hat, weil ein Vogel ist kein Geschoss. Das finde ich ganz komisch. Das heißt, du würdest sagen, es hat eine KI geschrieben? Ja. Dann loggen wir das mal ein. Okay. Und es war richtig, es war tatsächlich eine KI. Also ich meine, es ist in der Literatur oder bei Gedichten ja oft so, dass man, dass die Worte einem erstmal komisch vorkommen. Also es ist gar nicht so einfach, das dort herauszufinden, aber du hattest natürlich recht. Gucken wir uns mal auf das nächste Rätsel an. Ja. Ha, das ist was, das kennst du schon, das weiß ich. Wer hat diesen Spielbericht verfasst? Hertha BSC, okay. Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen. Wer war das? War das eine KI oder war das ein Mensch? Also das weiß ich in der Tat, dass es sehr kreative Möglichkeiten gibt, Texte automatisch zu erstellen. Ja. Da habe ich auch eine ganze Session dazu gemacht. Also ich lese mal ganz kurz, ja? Den besseren Start in die Lies Partie. Lies mal quer, genau. Nach einer knappen wurde es. Also, so wie das geschrieben ist, würde ich wieder sagen, das war eine KI. Gucken wir mal. Ich habe die KI eingeloggt. Na, Map. Fehler an der Stelle. Wir kommen da nachher, vielleicht kommen wir noch mal drauf. Wir machen den Test nicht komplett durch, aber wir schauen mal. Dieser Spielbericht wurde tatsächlich von einem Redakteur geschrieben. Es ist ja auch erste Bundesliga, ne? Also, das darf man immer nicht vergessen. Da ist dann doch noch der Mensch dahinter. Genau, in meinem Beispiel war es ja die vierte oder fünfte Liga, da waren die Texte aber auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Wir gucken mal. Genau. Oh, hier haben wir ein Kunstwerk. Wer hat dieses Kunstwerk geschaffen? War das ein Mensch oder war das eine KI? Boah. Schwer, ne? Das ist wirklich richtig schwer. Ihr könnt ja zu Hause auch mal überlegen, ist das ein, hat das ein Mensch gemacht? Ist das eine KI gewesen? Also ich würde jetzt wirklich raten. Also das ist wirklich geraten. Ich würde sagen, es war ein Mensch. Ich habe das tatsächlich auch geraten, weil ich wirklich finde das sehr schwer. Aber das ist tatsächlich ein Gemälde, das von dem Deep Learning Modell Gauguin realisiert wurde. Also ist eine KI, die in der Lage ist, Skizzen fotorealistisch umzusetzen. Okay. Hätte man nicht erwartet, aber so ein bisschen ist es tatsächlich auch, muss man an ein paar Stellen auch raten. Hier, ganz schönes Beispiel. Kunst ist ja nicht nur Malerei, auch Design ist Kunst. Wer hat diesen Stuhl entwickelt? War das ein Designer, ein menschlicher Designer oder ein künstlicher Designer? Also wie das aussieht, war das die KI. Wieso? Nee, ich finde, es ist nicht ausgewogen. Aber das ist doch das, was die KI eigentlich kann. Ja, richtig, es war aber tatsächlich eine KI und der Stuhl ist auch mittlerweile ganz schön berühmt. Das ist der AI-Chair. Ich finde ihn nicht schön und ich habe irgendwie, aber vielleicht mag ich auch andere Designer mehr, aber das hätte ich sofort, also da war ich mir ganz sicher, dass es nicht hergestellt wurde durch einen Mensch. Ich fand das nicht richtig ausgewogen und ich habe aber so Anregungen von anderen gesehen. Das machen KIs oft, dass sie so mixen genau, von Stilen. Mhm. Genau, hatten wir hier auch. Genau. Gucken wir uns noch eine Frage an. Ja. So, hier haben wir nochmal ein Kunstwerk. Das finde ich tatsächlich jetzt nochmal schwieriger, dieses Kunstwerk zu beurteilen. War das eine KI oder ein Mensch? Also wir haben ja vor vielen, vielen Jahren mal so Klecks-Zeichnungen mit Kindern gemacht im Keller in Hellersdorf. Also wirklich so Klecksmalerei und so. Die sahen fast genauso aus. Die hingen sogar an den U-Bahnhöfen hier in Berlin, kann ich mich gut erinnern. Also du sagst Mensch. Trotzdem, das war eine KI. Das war eine KI. Ich entscheide mich um. Du entscheidest dich um, es war eine KI? Falsch, das war ein Mensch. Das ist von Daniel Schwarz, einem jungen deutschen Künstler. Okay. Also es ist aber wirklich, man muss schon wirklich genau hingucken. Jetzt haben wir hier nämlich nochmal ein Gemälde. Da finde ich es jetzt ganz einfach. Ich auch. Wie sieht es mit dir aus? Was sagst du? Das war die KI. Das ist tatsächlich etwas, wo man sieht, dass ein Bild umgewandelt wurde. Also es sieht zumindest so aus. Und hier ist auch ein Algorithmus dahinter, wie es hier auch beschrieben wird. Okay, sowas habe ich auch auf meinem Handy. Ich habe so ein paar Apps, die können auch so lustige Sachen machen. Genau, das kennt man auch, dass manche Filter können das mittlerweile auch schon. Ne? Guck mal, und jetzt haben wir hier deinen noch einen Spielbericht. Auch FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Aber wieder erste Liga. Wieder erste Liga. Sollen wir nochmal versuchen? KI? Hallo, Jonathan Kunzmann. Mach nochmal KI. Ich weiß, dass sie das kann. Jawohl. An der Stelle ist es tatsächlich so. Also es gibt mittlerweile bei Spielberichten, es gibt so viele Fußball, also jetzt gerade keine Fußballspiele, aber es gibt wahnsinnig viele Fußballspiele, da wird nicht immer ein Journalist und ein Reporter dabei sein, aber da kennst du dich aus, Thomas, ne? Ja, total. Danke. Nein, Fußball ist nicht unbedingt meine Sportart, ich bin dann mehr beim Basketball. Die werden ja auch jetzt was Lustiges machen, die wollen ja so eine ganz kleine verkürzte Liga und Playoffs in so einem Setting an einem Ort machen. Ich bin gespannt. Klar fehlt uns auch Sport allen, nicht nur in der Betätigung, sondern auch im Fernsehen. Okay, habe ich verstanden. Mhm. Genau, wir gucken uns mal noch eine Sache an und die letzten Fragen könnt ihr dann vielleicht zu Hause selber beantworten. Hier haben wir nämlich nochmal ein Werk. Da sind ja viele kleine Werke drin, aber es ist im Großen und Ganzen ein Werk. Ich finde, das sieht ganz schön nach KI aus, weil es halt so viele Daten sind. So wirkt das auf mich. Was meinst du? Aber ich finde, das finde ich nicht. Also auf mich wirkt das eher wie so diese Algorithmen, die wir alle kennen, also was es schon lange gibt, wo aus so anderen Bildern das eigene Porträt zusammengesetzt wird und so. Also
Mensch, ja, es ist gemacht von einem Menschen in Zusammenarbeit mit einer Maschine. Also man nutzt Datenbanken, die man zusammensteckt, okay, aber keine künstliche Intelligenz. Ja, so, Mensch, das könnten nicht. Wir uns ja. das mal überlegen? Wir gucken mal. Nein, oh. Es war tatsächlich auch eine KI, die das durchgeführt hat. Finde ich sehr überraschend. Okay, also da habe ich jetzt viel gelernt. Werden mir auch die Seite vom Wissenschaftsjahr, das letztes Jahr, ne? War das letztes Jahr, genau, letztes Jahr war das Jahr, das Wissenschaftsjahr Künstliche Intelligenz. Da findet man ganz viele Ressourcen und kann auch ganz viele informative okay. Videos nochmal finden. Wir packen, ja. Macht den Test gerne nochmal zu Ende, guckt euch die Bilder nochmal genauer an. Und wir werden im Nachgang nochmal in die Beschreibung hier bei YouTube nochmal den Link reinpacken, damit ihr da direkt auch auf den Test kommt. Ne? Weil ja, dieses gut. Jahr ist nämlich das Jahr Ökologie, genau. Ökologie, ja. Ökologie, genau. So, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal die vier Bereiche ein bisschen genauer an von Kreativität und wo KI an welcher Stelle schon eingesetzt wird und wo vielleicht noch nicht und gucken mal, ob wir da ähnlich spannende Beispiele finden wie jetzt in dem Test. Fangen wir an okay. mit dem Thema künstliche Intelligenz und Literatur oder kreatives Schreiben. Was kann eine KI dort schon leisten? Können schon ganze Gedichte zum Beispiel geschrieben werden? Wir hatten im Test vorhin ein Gedicht gesehen, was von einer KI geschrieben wird. Kann es auch ganze Romane schreiben? Thomas, du hast dort etwas vorbereitet. Es gibt dort eine kleine Demo, die wir uns gerne mal anschauen können, wie das dann zum Beispiel funktionieren kann, richtig? Ich habe mal was rausgesucht. Ich packe dir das auch wieder in den Chat, den Link. Mhm. Das ist ja das Schöne, wenn man mit Teams arbeitet, dass man da ganz schnell was schicken kann. Und da ist es schon, Pix2Story. Mhm, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Wähl doch mal dieses weihnachtliche Bild aus. Da erinnern wir uns so schön und gerne zurück. Wo ist denn da ein weihnachtliches Bild für dich? Das finde ich. Das? Das am Strand, ne, weil es nicht schneit. Nein, an das Weihnachten. Ist nicht weihnachtlich. Du meinst das hier in der Mitte, ne? Ja. Das mit der Kerze. Das erinnert mich gerade an mein Homeoffice im Garten. Ich bestätige einmal und jetzt passiert etwas. Es wird. Ich habe hier Loading. Okay, was sehe ich jetzt hier, Thomas? Ich sehe hier ein Adventure Story. Ja, das finde ich total spannend, was die Künstler hier von Microsoft Research in dem AI Labs gemacht haben. Die haben quasi einer Maschine jetzt beigebracht, wie sie dieses Bild analysieren können und daraus in verschiedenen Stilformen einen Text zu schreiben. Dieser Text ist jetzt zum Beispiel eher als ein Adventure geschrieben. Okay. Ja? Also das heißt, der ist ganz spannend aufgemacht und man entdeckt so schrittweise einzelne Teile. Ja. Und das finde ich total schön. Aber du kannst mal versuchen, den Text zu wechseln. Du meinst in ein anderes Genre? Genau, du kannst hier oben mal den Thriller aufmachen. Ist kürzer. Thriller sind kürzer. Da wird mehr mit Musik gearbeitet. Praise the fire, praise when I awoke to a start. Once again it was clear. Sit down before you go. Oh, okay. I'll be right back, Victoria said. Also mit mehr Spannung dahinter. Jetzt gibt es noch Science Fiction. Das passt ja zu deinem Hintergrundbild. Das, ne? Das passt zu mir total. Ja. Und da finde ich besonders hübsch, wie das gemacht wurde. Ja. Also eine feuergelbe Sonne schoss von einer Treppe aus über den Himmel und ein spiralförmiger Horizont aus Sternen und orangefarbenen Sonnenuntergang streifte durch den Himmel und wurde von klarem weißem Licht erhellt, das aus dem Cockpitglas austritt. Also es klingt ja fast wie die Beschreibung von mir. Unten in der Mitte der Straße stießen Victoria und Venus in einer aufsteigenden blauen Rauchwolke zusammen. Super. Guck mal, Victoria hatten wir hier auch schon. Victoria war im Thriller, spielte da auch schon eine Rolle, aber hatte eine andere Position an der Stelle. Du meinst, ich soll auch noch mal die deutsche Fassung von dem Thriller präsentieren? Ja, komm, die ist auch kurz. Lies mal vor. Warte, die muss ich mir erst holen. So schnell bin ich. Ich bin doch kein Simultanübersetzer. Ich will nicht kopieren. Warte, ich muss noch mal gucken, dass er das macht.
Gut, aber Victoria spielt da auch eine Rolle. Und im Hintergrund ist, funktioniert es ja bei einer künstlichen Intelligenz so, dass sie auch trainiert wird. Das heißt, die künstliche Intelligenz, also die Maschine, die kann natürlich nicht von sich aus ein Gedicht schreiben, sondern es sind immer noch die Menschen dahinter, die einen Algorithmus programmieren und dann diese KI füttern mit bestimmten Worten, mit bestimmten Bezeichnungen, die dann eben besser für einen Thriller passen oder besser für einen Science-Fiction-Roman passen. Aber was die KI dann selber macht, ist diese Bausteine, mit denen trainiert wurde, die dann wiederum zusammenzusetzen und als Text auszuspielen, der dann auch Sinn ergibt. Also der dann sich auch wirklich als mit richtigen Sätzen und mit einer Storyline und mit einem roten Faden und so weiter liest. Bestimmt hast du es jetzt übersetzt, oder? Fast. Fast. Noch 2 Sekunden. Ich kann es ja mal versuchen. Lobe das Feuer. Ach, du grünes Ei, welches? Ach, da ist es. Da ist es. Ich lobte das Lob des Feuers. Wie blöd, als ich zu Anfang erwachte. Wieder einmal war es klar. Setzen Sie sich, bevor Sie gehen, rief er. Aber seine Stimme schränkte jede Emotion ein. Die Stimme bebte vor Angst. Sie werden dich in 48 Stücken sehen. Gehen Sie raus. Morrison wandte sich an den Sanitäter und sagte, ich bin gleich wieder da, Victoria. Oha. Aber oha, man sieht also, schon, da sind ein paar Worte drin, die tatsächlich nicht zu so einer, weiß ich nicht, vielleicht romantischen Situation passen, sondern eher mit Angst und mit, ja, da waren so ein paar Worte drin, die eher auf was Abenteuerliches, was Gefährliches, was Thrillermäßiges schließen lassen. Und so arbeitet die künstliche Intelligenz ja dann auch, dass sie eben solche Worte dann für ein bestimmtes Genre stärker benutzt. Also ich finde das total interessant, wie gut das auch wird und wie unterschiedlich das gemacht wird. Ich wäre also sehr, sehr gespannt tatsächlich auch, wie man, also ich würde mir gerne auch die anderen Bilder anschauen, die Zeit haben wir jetzt nicht, aber ich finde das total spannend und tatsächlich scheinen also diese Genres, Adventure, Thriller und Science Fiction, auch wirklich etwas in sich zu tragen, womit man Maschinen trainieren kann, dass sie dann immer ähnliche Texte schreiben. Ja. Okay, genau. Haben wir aber noch es, was? Genau, es gibt viele Bilder. Klickt euch da selber mal rein. Schaut mal, ob ihr das erkennen könnt, wann was welcher Text ist. Wir haben ja, also spannend finde ich an der Stelle die Diskussion, ob dann irgendwann auch Romane von einer künstlichen Intelligenz geschrieben werden. Ihr könnt da ja selber auch mal ein bisschen recherchieren, ob es vielleicht auch, also wir haben gesagt, in den Zeitungsartikeln gibt es mittlerweile Texte, die schon Spielberichte, die von der KI geschrieben werden. Es gibt so kreative Formen, wo man ein bisschen in Demos das ausprobieren kann. Aber vielleicht gibt es ja auch schon den ein oder anderen Roman. Ich habe noch keinen gelesen, wäre aber spannend. Ich glaube, so weit davon entfernt sind wir nicht mehr. Wir kommen nämlich jetzt zu einem neuen Thema. Und zwar schauen wir uns an, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz eigentlich im Themenfeld der Musik? Kann eine künstliche Intelligenz mittlerweile schon eigene Musik programmieren? Musik schreiben? Was meinst du, Thomas? Kann das eine künstliche Intelligenz? Ich hole dich mal nochmal zurück. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich bin mir deshalb so sicher, weil es tatsächlich ja so ist, dass eine ganze Menge von unseren auch Künstlern, die wir hier auch bei uns beschäftigen und die mit uns zusammenarbeiten, schon seit vielen Jahren mit großen Sounddatenbanken arbeiten. Das heißt, das Material, was ich brauche, um auch künstlich kreativ, also als Maschine kreativ in Anführungszeichen zu werden, das Material gibt es tatsächlich alles und das auch in einer großen Vielfalt. Und ich glaube, von dort aus ist es kein großer Schritt mehr, auch ein Algorithmus oder ein neuronales Netz, da haben wir ja auch schon eine Sendung dazu gemacht, zu programmieren, die dann mit dieser Musik sozusagen kreativ umgeht. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man so einer Maschine sowas wie Harmonien oder sowas beibringt, weil wir Menschen reagieren sehr genau auf Harmonien. Und wenn man da so ein paar Muster quasi immer mit reinlegt, dann ist das, was die KI dann über das neuronale Netz an bestimmten Instrumenten vielleicht oder was auch immer dazu mixt, ähnlich wie ich das ja jetzt schon in so Musikmix-Programmen machen kann und was ja auch Künstler, die im Moment leider nicht arbeiten können, aber wirklich live auf der Bühne machen, dass das eine Maschine nachmachen kann, da bin ich mir sehr sicher.
Okay, also verstehe ich das richtig, dass man eine künstliche Intelligenz, die ja sehr, sehr gut Daten erfassen, analysieren kann und so weiter, zum Beispiel eine große Bibliothek, eine riesengroße Bibliothek aufbaut von verschiedenen Soundfiles, von verschiedenen Tönen, Melodien und so weiter, Basstönen zum Beispiel, und man dann über einen Algorithmus bestimmen kann, wie diese Töne zusammengesetzt werden. Also dass da eine KI tatsächlich unterstützen kann, diese vielleicht auch diese wirkliche riesen Bandbreite an Tönen und an Musik und an Sounds, die es gibt, zu clustern und wieder zu verwenden. Ganz so würde ich es nicht machen. Okay. Ich würde es ein bisschen anders machen. Also ich würde diese ganzen, die vielen, sage ich mal, kleinen Musikbausteinchen, ich will die mal so einfach nennen, ja, die man hat, die würde ich mir auf die Seite legen. Ich würde die KI mit bestimmten Musikrichtungen füttern. Also ich würde Ihnen zum Beispiel ganz viele Elektropop-Sachen vorspielen oder ich würde Ihnen Hardrock-Sachen vorspielen und würde das neuronale Netz darauf trainieren, wie das Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente, der Töne quasi ist, sodass sie das Muster lernt. Und dann würde ich sie losschicken, eigene Kompositionen quasi zu entwerfen und sich dann beim Ausspielen sozusagen dieser digitalen Bibliothek zu bedienen, so wie wir das ja auch machen. Ja. Also wenn der Künstler, der also mit einer Maschine Musik macht, der hat seine ganzen Samples da liegen, seine ganzen Soundfiles und alles, was er braucht. Und er fängt aber dann an, tatsächlich auch mit einem Keyboard oftmals, mit einem Computer zusammen, diese Dinge zusammen zu mixen. Und dieser kreative Prozess der eigentlichen Komposition, den würde ich an die Maschine geben. Das heißt, nicht die Maschine verkoppelt beliebig, das würde nämlich nicht gut funktionieren, irgendwelche Soundfiles, sondern die Maschine komponiert in einem bestimmten Stil, genau wie wir es eben gesehen haben, also Thriller oder Sci-Fi oder Adventure, würde dann die Maschine Elektropop, Elektro und oder, so weiter kombinieren. Oder Hard Rock, was ein bisschen vielleicht mir zugeschrieben wird an manchen Stellen, wobei es ja gar kein Hard Rock ist, was ich höre. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder auch Schlager, ja, sehr, sehr beliebt. Könnte man dann diese Muster, die diese verschiedenen Strömungen in sich tragen und auch die verschiedenen Muster in den Sprachen, die könnte man aufnehmen und dann hineinspielen. Okay, gibt es denn schon Künstler, die das vielleicht benutzen, die das umsetzen? Ich habe mal von einer Künstlerin zumindest gelesen, die auch Software benutzt hat, wo eine KI dahinter steckt, um zumindest unterstützend ihr Lied zu programmieren. Also sie hat es nicht. Pass auf. Genau. Pass du auf. Kannst du uns was zeigen? Ich hab was. Ich schicke dir wieder einen Link. Ja. Du müsstest mal deinen Bildschirm teilen, damit das mit den Tönen wieder funktioniert. Ich habe dir wieder einen Link geschickt. Und natürlich sind es zuallererst die Künstler, die auch so schon, auch früher, mit sehr viel elektronischer Unterstützung ihre Musik gemacht haben. Und das, was ich dir geschickt habe, ist die sehr, sehr bekannte isländische Künstlerin Björk. Klick mal auf den Link, bitte. Peter, könntest du mal den Strom an den Rechner hier wieder ranmachen? Danke. Ah, Regieanweisungen sind wichtig. Dann die F11-Taste, bitte. Den hier. So, jetzt die F11-Taste. Jetzt hast du mich wieder mit meinem Lieblingsproblem. So, F11-Taste ist gemacht. Okay. Da haben wir sie, Björk, unverkennbar. Dass wir sie erstmal sehen. Dass wir Björk erstmal sehen. Gucke, genau. Da ist sie. Und Björk hat also schon immer elektronische Elemente in ihrer Musik benutzt. Und unter anderem hat sie, wenn du mal ein bisschen nach unten scrollst, kann man das auch hören, hat sie ganz oft auch so chorale Gesänge in ihrer Musik. Und da sieht man sie, geh mal ein bisschen wieder nach oben, da sieht man nun wirklich, wie sie die aufnimmt. Also sie nimmt echte chorale Gesänge auf. Spiel mal ab. Das hier unten, das... Ja, spielen wir wieder ab. Okay. Es klingt ja ganz, ganz klassisch, ne? Ja. Okay. Und jetzt hat sich Björk zusammengetan mit einem New Yorker Hotel, den sogenannten Sister City, also Hotel Sister City. Mhm. Und das Hotel hat gefragt, sie hätten gern für ihre Lobby eine schöne Musik, die Leute empfängt und die das sozusagen ganz schön für sie bereithält. Das war die Idee von Björk. Und da hat Microsoft gesagt, na wunderbar, scroll mal nach unten. Wir entwickeln eine künstliche Intelligenz, die jetzt diese choralen Gesänge, ja, mach das mal so schön, dass man sehen kann, verbindet. Spiel mal ab. Okay, bin gespannt.
Okay. Ah, das. Da sieht man, sie hat also ihr Chorarchiv geöffnet. Okay. Für die Sister Hotels. And it hungers for. Hammer, oder? Das heißt, das Arrangement, was wir gerade gehört haben, ist zwar, das sind echte Menschen, die das aufgenommen haben. Also die Stimmen sind von echten Menschen, aber die Zusammenstellung ist, hat eine künstliche Intelligenz gemacht. Genau so, wie ich es jetzt eben beschrieben habe. Also ja. Die künstliche Intelligenz hat jetzt nicht selber gesungen, Richtig. Sondern man hat quasi die verschiedenen choralen Töne genommen, ja? Die echten. Und die KI hat jetzt daraus, und das ist ganz spannend, je nach Wetterlage, das haben Sie gerade auch noch mal beschrieben, komponiert sie jetzt sozusagen immer andere Songs. Verrückt. Und dann kommt man in dieses Hotel rein und bekommt quasi immer einen anderen Chorgesang vorgespielt, je nachdem, ob Frühling ist, ob Herbst ist, ob schönes Wetter ist, ob es regnet. Ein vollkommen abgefahrenes Projekt. Könnt ihr euch mal im Netz angucken. Die Links kommen ja alle in die Bio unten bei uns rein und in die Kommentare. Und ich finde das total schön. Und man merkt aber dann auch, dass Björk dort einfach Erfahrung hat. Also ihre große Erfahrung war auch, glaube ich, ganz wichtig, um die KI auch richtig zu trainieren. Ich finde, es klingt extrem harmonisch und sehr einladend. Und das war ja die Idee. Genau. Cool. Sehr cool. Jo. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier wieder mein Vollbild beende. Genau. Das heißt auch im Bereich, nicht nur im Bereich der Malerei, können wir künstliche Intelligenz finden, die dort unterstützt oder in der Literatur, die wir gerade besprochen hatten, sondern eben auch in der Musik. Und ich habe gerade schon das Stichwort gegeben, wir haben ja noch eine andere Kunst und das ist die Kunst der Malerei, der Gestaltung. Und wir schauen uns jetzt mal in dem nächsten Abschnitt hier an, inwiefern eine künstliche Intelligenz auch im Bereich der Malerei schon einen Fuß in der Türe hat, sozusagen. Mhm. Auch hier, Thomas, kannst du mich wieder unterstützen? Du hast was vorbereitet, richtig? Ja, ich habe auch da was gefunden. Wir beschäftigen uns ja hier bei uns bei Hollywood immer mal mit den Themen. Und das ist auch ganz toll, was wir über die Zusammenarbeit mit Microsoft, die ja auch diese wunderbaren Sendungen ermöglichen, was da alles auch an unseren neuen Informationen zugetragen wird. Und ich habe mal wieder einen hier reingepackt, wieder einen Link. Mhm. Den gucke ich mir, hol ich mir raus. Bitte schauen. Deep Dream Generator. Oh, das hört sich schon sehr schön an. Deep Dream Generator. Ich finde es unglaublich. Also das finde ich, hier geht es jetzt wirklich um Kunst. Ja? Ja. Und ich finde es total unglaublich. Drück mal wieder die F11-Taste. Ich drücke wieder die F11-Taste. Okay, und dann scroll mal ein bisschen weiter nach unten. Da kommen, auf die Galerie. Ganz auf die Galerie. Oh, was sehen wir hier? Okay, pass auf. Das sieht ja schon sehr, sehr künstlerisch aus. Wenn ihr im Kunstunterricht aufgepasst habt, ja, dann werdet ihr an vielen Stellen auch den einen oder anderen Künstler entdecken. Sieht ja fast wie Van Gogh aus. Ihr wollt es gerade als Ratespiel reingeben. Was ist das denn? Genau, welcher Künstler? Du hast schon gesagt, das sieht tatsächlich aus wie Van Gogh. Unverkennbar durch den Pinselduktus, wie man ja so schön sagt. Erkennt man hier, dass es angelehnt an Van Gogh. Hier genauso, ne? Das ist eben so. Genau. Naja, nee, das sieht nur von Weitem so aus. Das ist nicht... Ist keiner. Das ist keiner, genau. Geh mal bitte ein bisschen weiter, schalte mal durch die Bilder durch, dann kann man auch ein bisschen verstehen, wie die das gemacht haben. Okay, ich fange mal hier vorne an. Ja, okay. Das sieht ja vollkommen abgefahren aus. Du kannst einfach den Weiterschalter auf den Bildern benutzen. Guck mal, da sind so kleine Pfeile an der Seite, da kann man durchgehen. Geh mal weiter ruhig. Sie gucken uns erstmal die Kunstwerke an. Weil hier sind nämlich Augen drin, das sind keine Pinselstriche, das sind Augen. Und also da tauchen in dem Bild tauchen verschiedene Augen von Tieren wahrscheinlich auf. Aber wenn du mal, guck mal, ganz genau dort unten in diesem Bereich, da gucken auch Autoräder durch und Fahrzeuge, genau dort. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Ja. Okay, und da bekommt man so ein bisschen,
da bekommt man so eine erste Eindruck, wie sie das gemacht haben. Mhm. Also hier ist jetzt eine künstliche Intelligenz am Werk, die verbindet sozusagen mehrere Bilder miteinander. Also okay. Die wurde angelernt im neuronalen Netz, wieder ein Film, den wir schon gemacht haben, wie ein neuronales Netz funktioniert, und wurde trainiert mit bestimmten Stilen, ja, mit ganz, ganz vielen Bildern von Künstlern. Mhm. Auch da liegt ganz viel vor. Und jetzt fängt diese Maschine an, diese Bilder zu mischen, teilweise auch mit echten Fotos. Schalte mal weiter. Mhm. Das hatten wir gerade schon gesehen. Hier genau. Sieht man, hier sieht man das. Ich sehe, da ist ein Bild, was einen bestimmten Stil hat und ein anderes Bild. Hier oben haben wir das. Kann man das wunderbar sehen. Also genau. Sie haben jetzt sozusagen, das oben ist quasi der Künstler. Ja? Und jetzt nehmen Sie ein echtes Foto, also ein ganz normales Foto mit so Zahnrädern, und legen übereinander das so. Und es entsteht im Prinzip mit dem Stil des Künstlers aber ein eigenes neues Kunstwerk. Und soll ich dir was sagen? Jetzt gibt es 1000 Fragen. Jetzt gibt es 1000 Fragen. Na dann sag mal, welche Frage... Ich kann sagen, welche 1000 Fragen jetzt kommen. Die Frage ist, ist jetzt die künstliche Intelligenz ein Künstler? Erste Frage. Zweitens, wem gehört das Bild? Also wer ist eigentlich der Urheber, nennt man das ja. Also wem gehört das jetzt? Also werden wir zukünftig auch künstliche Intelligenzen als Sterne in Amerika auf den wunderbaren Broadway oder wo auch immer, ist nicht am Broadway, ne? Ist in San Francisco, ne? Werden wir da Sterne haben mit unseren Stars und Sternchen, aber die gar keine Menschen mehr sind? Wem gehört das Bild? Und ich habe noch ein Beispiel für dich rausgesucht, wo das tatsächlich jetzt auf die Spitze getrieben wurde. Was passiert eigentlich, wenn, ich packe dir wieder in den Chat, ja? Ja, warte. Ich passiert das jetzt eigentlich, mach das nochmal, warte, bevor wir das machen, mach das nochmal mit den Vögeln. Mhm. Ja, da kann man das auch so schön sehen. Siehst du das Bild? Hier oben ist quasi ein Foto von dem Kolibri wahrscheinlich oder sowas, der da in die Blüte reinfliegt. Genau. Und daneben sind die Flammen. Und die beiden werden jetzt gemixt und es entstehen ganz neue Bilder über einen Algorithmus. Spannend. Und was ich gerade zu Ende sagen wollte, war, die Frage, die jetzt daraus entsteht, ist nicht nur, wem gehört das Bild, sondern kann ich das verkaufen? Und wer bekommt dann das Geld? Ja. Und da hast du noch ein zweites Beispiel, hast du gerade gesagt? Ich habe dir gerade noch mal einen Link geschickt. Mhm. Ich gucke mal noch mal rein in unseren Chat. Der ist von Wikipedia. Mhm. Das findet man auch ganz schnell. Ja, erstmal F11 wieder. Ah, okay. Das sieht aus wie ein bisschen verschwommener Rembrandt, muss ich sagen. Also irgendein alter Künstler, der auf Leinwand mit Ölfarbe, das sieht nach alter Kunst aus. Genau. Wenn du aber mal ganz kurz nach unten gehst. Mhm. Auf die Signatur. Hier? Ja. Kann ich das größer machen? Warte mal. Na, jetzt rechnet sich es ein bisschen. Und dann, wenn du jetzt größer geladen hast, kannst du es vielleicht einfach mit den Fingern groß ziehen. Vielleicht. Mhm. Vielleicht. Ich versuche es. Jetzt wird es ganz erstmal groß gerechnet. Ansonsten kann ich auch versuchen, das vorzulesen. Mal sehen, ob ich es entziffern kann. Weil man kann ja Handschriften von Künstlern kann man oft nicht so gut entziffern. Ne? Ja, muss man ein bisschen hochschieben. Und versuche mal, ob du es vergrößern kannst. Ah, wir scrollen mal rein, wir sehen es. Ja. Ah, jetzt haben wir es. Machen wir noch ein bisschen größer, dann kann man es richtig gut sehen. Und jetzt hochschieben. Jo, guck mal. Und da sieht man jetzt eine. Oh, was ist das? Was ist das für eine Signatur? Ja. Min G Max D E X L O G na D. Ja, also was das also, ist. Also gut, höhere Mathematik, ein Algorithmus, den ich zumindest nicht mehr lesen kann. Was ist das, Thomas? Ist tatsächlich höhere Mathematik. Ja. Und hinter diesen sehr komplexen Formeln steckt in gewisser Weise der Algorithmus oder ein Teil des Algorithmus, mit dem dieses Bild von der künstlichen Intelligenz gemalt wurde. Und jetzt kannst du es wieder ein bisschen kleiner machen oder zurückgehen und jetzt haltet euch fest an den Monitoren. Ne? Also das hat nie ein Künstler entwickelt. Dieses Bild wurde bei Sotheby's in 2018 für 430.000 ich sag's nochmal, $430.000 versteigert. Wow. Ja, und jetzt kommt der Streit, warum ich das Ganze ja quasi nochmal mit nach oben genommen habe. Jetzt kommt der ganze Streit. Interessant ist,
und das ist für euch interessant, dass den sozusagen die Grundlage für den Algorithmus hat ein 19-Jähriger geschaffen, also wirklich ein junger Mensch, der hat für diesen Algorithmus, für den sozusagen den Spaß, den er dort hatte und die Kraft, kein Geld erhalten. Mhm. Und ein Künstlerkollektiv, was man auf Wikipedia lesen kann, da steht das übrigens mit dem 19-Jährigen nicht, was ich nicht in Ordnung finde, das hat am Ende dieses Bild zu Sotheby's gebracht und dort wurde es versteigert. Okay. Und da kommen jetzt diese Fragen, also wer ist eigentlich jetzt der Künstler, das Künstlerkollektiv, der Programmierer oder die KI, wer darf es eigentlich benutzen, wer muss das Geld bekommen? Und in der Tat hat auch der junge Mensch, wie ich finde, vollkommen zu Recht geklagt und hat gesagt, so geht das natürlich nicht. Ich bin doch eigentlich mit meinem Algorithmus ganz wesentlich der Künstler. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht, können wir heute nicht sagen. Ich finde es aber abgefahren, wie nah wir schon mit künstlicher Intelligenz in der Kunst an echte Kunstwerke kommen. Ja, absolut. Oh. Absolut. Ich hole dich mal wieder. Warte, ich habe noch was. Da hatte ich dir schon im Vorfeld den Link geschickt. Hast du den zufällig? Wenn du mir sagst. Ich hatte dir noch was geschickt, was noch abgefahrener ist, weil man live quasi sehen kann, wie diese wie Roboter ein Bild malen. Ah, okay. Du müsstest mir den mal nochmal reingeben in unseren Chat hier. Ah, warte, das muss ich ganz kurz suchen, aber das finde ich gleich. Das heißt, wir haben, also ich kann das ja, solange du suchst, nochmal zusammenfassen. Wir haben also, wir können selber zum Künstler werden, indem wir natürlich eigene Kunst machen. Wir können aber auch künstliche Intelligenzen dazu benutzen, wie wir das bei dem Style Transfer gesehen haben, dass Bilder umzuwandeln. Da gibt es ganz einfache Dinge, aber auch schon ganz schön komplexe Dinge. Und man kann auch zum Künstler werden, wenn man einen Algorithmus programmiert, der wiederum Kunstwerke erschafft. Also das Thema bildende Künste, Malerei und so weiter ist im Zuge der Digitalisierung und vor allem der Technologien zu künstlicher Intelligenz ziemlich komplex geworden und auch völlig zu Recht. Unsere Zuschauerfragen zum Thema Urheberrecht ist wahrscheinlich an noch nicht allen Stellen definitiv geklärt an der Stelle. Pass auf, ich zeig euch was. Ja? Den Ton brauchen wir nicht. Ich habe jetzt meinen Bildschirm geteilt. Du sagst mir, wenn er zu sehen ist. Wir sehen deinen Bildschirm. Ich hole dich mal noch in den Vollbildmodus, dann sehen wir noch mal ein bisschen mehr. So, was sehen wir dort? Mach mal meinen Ton ein bisschen rein. Ich sehe hier eine Person und ich sehe mehrere Tische, auf denen Roboter etwas zeichnen. Wo ist jetzt hier? Ah, okay, die zeichnen die Person, die dort sitzt am Tisch. Also das kann man jetzt hier ganz schön sehen. Warte mal ganz kurz. Also, was ich total abgefahren finde, auf jedem dieser Tische steht ein Zeichenroboter. Ja. Also ein Arm, also ein Zeichenarm, der tatsächlich zeichnen kann. Der wird aber gesteuert von einem Algorithmus, der einen bestimmten Künstlerstil enthält. Also da ist jetzt ein Stil drin. Und was man hier oben sieht, ja, das sind die Kameras. Das heißt, da sitzt ja eine reale Person, die sitzt quasi Modell. Ja. Und es wird live gezeichnet. Und es wird live gezeichnet. Ich lasse noch mal ein Stückchen laufen. Ja. Und jeder Roboterarm hat seinen eigenen Stil. Das heißt, malt das Porträt in einem unterschiedlichen Duktus. Ganz genau. Man sieht jetzt, wie unterschiedlich die Porträts sind. Also wie auch bei echten Künstlern, die haben ja alle, wenn sie Strichzeichnungen machen, sehr eigenen Stil, malt quasi jeder dieser Roboterarme in einem ihm antrainierten Stil. Und jetzt sieht man hier schon eine ganze Galerie. Und ich finde, das ist ein total abgefahrenes Experiment. Leider ist, glaube ich, die Ausstellung, wo das war, im Moment geschlossen. Sonst hätte ich mich da selbst gern mal hingesetzt und hätte mich mal gern zeichnen lassen. Sowas werden wir zukünftig noch viel, viel mehr sehen. Ich mache mal meinen Bildschirm wieder zurück. Und ich glaube einfach, das ist ein Riesenpool an Kreativität, an interessanten neuen Dingen, die entstehen. Die habe ich heute auch gar nicht erwartet. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, Jutta, jetzt haben wir ja alles so Beispiele von so großen Künstlern gezeigt. Und wir haben ja junge Leute, die zuschauen, die sagen alle, ja, ist ja nichts für mich. Kann man denn auch selber
so kreativ sein und was Lustiges machen? Genau, wir haben da zwei Dinge, die wir euch gerne zeigen würden. Musik haben wir schon gehört. Musik hat ganz viel mit Kreativität zu tun, das wissen wir alle, aber man kann auch Musik programmieren. Das ist vielleicht etwas, jetzt wechsle ich mal den Bildschirm hier und zeige euch etwas hier auf dem Tablet, was hier flach auf dem Boden liegt. Auf dem Tisch, nicht auf dem Boden, das wäre ja noch schöner. Und zwar gibt es eine Musikprogrammiersoftware, die ist auch frei und offen zugänglich, von Sam Aaron aus Großbritannien und die heißt Sonic Pi. Und mit Sonic Pi kann man auch Samples zusammenstellen, aber das Besondere dabei ist, dass wir sie eben nicht einfach nur zusammenklicken, sondern dass wir tatsächlich Programmcode schreiben. Und das sieht man hier, was hier auf meinem Bildschirm schon zu sehen ist. Das ist was vorbereitet ist. Es geht jetzt nicht darum, dass ich euch das beibringe, wie ihr das macht. Dafür haben wir dann andere Tutorials, die noch folgen werden. Aber ich möchte euch zumindest zeigen, was man damit machen kann. Und ich lasse mal eins laufen. Muss hier oben auf Run klicken. Mal gucken, ob das jetzt gerade hier der Ton müsste eigentlich funktionieren. So. Ich denke, man hört es schon ganz gut hier. Also es ist eher so ein bisschen auf elektronischer Musik auf der Ebene, zumindest die Beispiele, die wir hier haben. Ich kann noch ein zweites Beispiel mit dazu anmachen. Und ich kann live, und das ist das Besondere daran, ich kann auch das live verändern und kann den Code verändern und dann... Und da werden mittlerweile auch ganz große Sessions gemacht, Live-Events gemacht, wo eben jemand nicht mehr an den DJ-Pult vorne steht und Musik zusammenmixt, sondern in dem Moment wirklich eigene Musik kreiert, indem er das programmiert. Das ist nicht schwer, das kann man relativ leicht lernen, wie das geht. Die Tutorials dazu sind alle in der App mit drin. Wir stellen die mal an einer anderen Stelle nochmal etwas genauer vor. Also wer Interesse an Musik hat, programmieren möchte, es entweder schon kann oder auch lernen möchte, der ist mit Sonic Pi sehr, sehr gut beraten. Das heißt, Musik programmieren geht. Na? Genau, das kann eigentlich jeder von euch machen. Das ist jetzt nicht unbedingt sofort künstliche Intelligenz, aber es ist eben einfach selber kreativ mit Medien umgehen, weil eine der ganz wichtigen Eigenschaften der sogenannten schöpferischen Fähigkeit oder Kreativität ist ja, nach Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten von neuen Medien zu suchen und die dann tatsächlich auch selber anzuwenden. Und soll ich dir was zeigen? Ich habe noch was gefunden. Wir haben noch ein zweites, was wir euch gerne zeigen wollen. Genau. Teilst du deinen Bildschirm an der Stelle nochmal? Ja, ich teile wieder meinen Bildschirm. Pass auf, ich bin mal ins Internet wieder gegangen auf eine Suchmaschine. Mhm. Und habe mal Zufallskunst eingegeben. Ja. Ah, okay. Da habe ich unheimlich viele Bilder gefunden. Ganz lustige Sachen. Ich habe das gar nicht geglaubt, dass man das alles per Zufall machen kann. Mhm. Alles ist vielleicht auch nicht per Zufall. Und dann hat mir sowas sehr gut gefallen mit diesen Strichen, weißt du? Guck mal, ich zeige das. Das ist ja nur so zufällig zusammengesetzt. Und das ist wieder von echten Künstlern auch. Und dann habe ich gedacht, kann ich das nicht selber machen? Und habe mir auf Code Your Life, da gibt es ja den Turtle Coder, den wir auch schon ganz ausführlich besprochen haben in unseren Sendungen. Mhm. Und da gibt es ein Programm Zufallskunst. Und das will ich mal zeigen. Und da seht ihr schon meine kleine Schildkröte, die ich da habe. Okay. Läuft gerade aus dem Bild. Also jetzt hat die Schildkröte alles zu Ende gezeichnet. Was ist denn daran guck jetzt... Mal. Guck mal, hier kann man noch mal ganz schön Teile von dem Algorithmus sehen. Ich fange mal hier an, Schlange... Mhm. Warte, das muss ich mal ein bisschen verkleinern. Also Schlange kann man schön erkennen. Das sind diese lustigen Linien hier. Ja? Ja. Dann kommt als nächstes Balken. Das sieht so aus wie so so Ausschläge bei einem Musikprogramm. Ja? Mhm. Also die Amplituden von einem tollen Musikstück. Und dann kommt zum Schluss Schlaufe. Das sind diese Schlaufen. Und so baut quasi die Schildkröte immer wieder zufällige eigene kleine Dinge auf. Ich zeige das nochmal. Mhm. Guck mal. Und jetzt sieht es wieder anders aus. Jetzt kommt die Krake, genau. Dann kommen die Schleifen. Die Vielecke hatten wir gerade. Das sind jetzt die Schlangen, die dauern immer am längsten. Wobei ich die sehr lustig finde. Jetzt kommen die Balken. Und jetzt zum Schluss kommen die Schlaufen hinten dran. Mhm. Und jedes Bild ist einzigartig. Und das kann man vielleicht dann wirklich lustigerweise damit rumexperimentieren. Aber es ist eben nicht so, dass es nur der Zufall steuert, sondern ihr könnt selber hier über diese kleinen Programmbausteine das steuern. Wenn ihr das Programm sucht, das ist ganz einfach. Ihr geht auf Start
Und wir haben euch hier bei dem Turtle Coder, das packe ich auch dann gleich noch mit in die Kommentare, gibt es hier eine Vorlage, die heißt Vorlage 10 Zufallskunst. Dann habt ihr sozusagen alle Funktionen schon und könnt selber kreativ werden. Super. Und was ist daran Programmieren? Kannst du mir mal die Zufallskunst noch mal aufmachen? Wo ist denn jetzt, also das ist ja alles so bunt. Das sieht ja erstmal nicht also, so aus wie bei Sonic Pi, wo so klare diese Zeilen untereinander sind. Warte. Einmal können wir uns ja mal den richtigen Quellcode dazu angucken. Mhm. Ah, okay. Also dann sieht man schon, das ist wirklich Coden wie bei Sonic Pi. Mhm. Ja. Und da das aber, finde ich, immer so ein bisschen kompliziert aussieht, haben wir es hier nochmal einfacher. Hier sieht man das Hauptprogramm. Und hier unten sind jetzt mit diesen lustigen Farbcodes quasi unsere einzelnen Programme. Bei der Turtle sagen wir ja die neuen Worte, die sie gelernt hat. Also das Vieleck, die Schlaufe, das Gitter und so weiter. Und jetzt kann man zwei Dinge machen als, sage ich mal, absolut Beginner, der mehr auf Kreativität erstmal setzt. Der verändert einfach diese Parameter hier. Ja. Und die Leute, die ein bisschen programmieren können, können natürlich hier unten in diese Funktionen reingehen und können diese anfangen auch zu verändern. Und die echten Hardcore-Coder, na dann los, rein in den Code. Und dann kann man auch direkt hier mit dem Code arbeiten. Super. Das heißt, Programmieren ist gar nicht nur Einsen und Nullen aneinander zu setzen, sondern Programmieren ist wahnsinnig kreativ. Also das ist vielleicht etwas, was nicht jeder miteinander in Verbindung gebracht hat. Aber so wie wir am Anfang angefangen haben zu sagen, dass es Probleme gibt, die man lösen muss und es oft kreative Problemlösungen braucht. Das ist beim Programmieren tatsächlich auch sehr häufig so, dass wenn ein Fehler auftaucht, ein Bug irgendwo entsteht, muss man manchmal an einer kreativen Stelle das lösen. Aber auch der Output beim Programmieren kann auch ein sehr kreativer Output sein. Zum Beispiel in dem Beispiel der Schildkröte, dass die Schildkröte zeichnet und Kunstwerke fabriziert, wie der Programmierer es ihr halt eingegeben hat. Oder man zum Beispiel Musik mit Sonic Pi programmieren kann. Also auch das Ergebnis kann ein schöner kreativer Output sein. Ja, ich bin wieder zurück ins Raumschiff. Ich glaube, wir sind so ziemlich fast am Ende. Jutta, eins wollte ich noch sagen, also bei aller schöpferischer Fähigkeit und der Nutzung von digitalen Tools und sozusagen auch der Ermutigung, die ich euch gebe, den jungen Leuten was zu machen, achtet auf eine Sache. Wer, sage ich mal, ständig neue Ideen entwickelt und die immer wieder verändert und keine Kontinuität oder irgendwelche Routine entwickelt, der wird auch kein großer Künstler. Also wer es übertreibt, wird auch von anderen als sehr sprunghaft und eher jemand, der sozusagen sehr unbeständig ist, wahrgenommen. Also Kreativität hat auch ganz viel mit harter Handarbeit zu tun. Wieder kommen meine 10.000 Stunden ins Spiel. Also wenn man ein virtuoser, guter Geigenspieler oder Klavierspieler sein will oder ein großartiger Maler oder ein toller Programmierer oder jemand, der vielleicht in anderen Bereichen sehr kreativ ist, im unternehmerischen Bereich, der muss viel Handarbeit, viel harte Arbeit, viele, viele Stunden investieren. Und wer also ständig nur Ideen hat, der sollte vielleicht mal versuchen, eine sich zu nehmen, die mal umzusetzen. Also Kreativität nicht missverstehen, ist eine großartige Stärke oder Kompetenz, aber nicht ständig immer alles umbauen, weil dann kommt man zu keinem Ergebnis und wird auch eher als nicht so positiv wahrgenommen. Verstehe ich. So ein bisschen eine Botschaft von dir nochmal an unsere Zuschauer zu Hause. Von mir auch nochmal die Botschaft, probiert einfach auch ein bisschen was aus. Wir haben euch ganz viel gezeigt, was man alles entdecken kann, wo künstliche Intelligenz schon drinsteckt. Schaut, dass ihr eure Kreativität fördert und Dinge einfach ausprobiert. Viel übt, wie Thomas das gesagt hat, und bleibt vor allem schlau damit bei der Sache. Wir sagen an der Stelle Tschüss. Thomas sagt auf eine besondere Art Tschüss. Ich muss auch in meinen Ein-Personen-Fighter, da gibt es ein Problem auf Alpha Centauri. Ich sage Tschüss. Ja. Genau. Thomas merkt schon, so langsam verabschiede ich mich von dem Bild. Genau, und verschwindet in den Bildschirmhintergrund. Genau. Tschüss, Thomas. Und ich sage auch Tschüss an euch. Schön, dass ihr dabei wart. Alle Links gibt es, wie gesagt, nochmal in den Kommentaren und in der Beschreibung. Und klickt euch rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.